Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Im letzten Part haben wir ja die schwere Infanterie rausgeholt. Und wir machen natürlich mit den Nebenoperationen weiter. Ja, hier, die ist uns ja noch zu weit weg. Und dann haben wir hier noch die Minenräumung 03, das ist die Nebenoperation mit der Nummer 85. Da werden wir mal auf die Schnelle hin. Nee, da werden wir nicht landen, wir werden hier landen. Machen das Mission starten. Begleiter auswählen. Achso, ja, genau. Dann nehmen wir wieder Quiet mit, damit sich der Beziehungslevel verbessert. Ja, das Ganze am Abend, wie immer. Ich hoffe, wir haben jetzt ein Nachtsichtgerät mit, ich Vollidiot. Ohne Nachtsichtgerät ist es nämlich ein bisschen tricky, die Minen zu erspähen. Müssen wir halt ein bisschen genauer gucken. Also, unser Plan ist raus aus dem Chopper und dann gleich die Beine in die Hand nehmen. Ein bisschen Quiet noch vorschicken. Also zuerst machen wir ja die Sightseeing-Tour durch Angola, Zaire. So, dann könnten wir rein theoretisch Begleiterunterstützung. Uah! Nein, nicht wegschicken! Oh, ist das ätzend, wenn man sie verklickt. Begleiterunterstützung. Aufklärung. Ja, weil ich sie jetzt weggeschickt habe, oder? Komm mal raus aus dem Hubschrauber. Ja, nein, sie ist da. Hi. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Dass ich die wegschicken wollte. Was ist denn da immer für Geräusch, wenn ich in ihrer Nähe bin? Egal. Minenräumung jetzt einmal markieren. Genau, das machen wir hier in der Mitte. Marker placed. Passt. Und dann wollen wir ja noch schauen, ob wir dann nicht eventuell auch Quiet hinschicken. Aufklären. Dann soll sie ja wenigstens tutige, dass sie was macht. Und ich werde, wow, 600 Meter laufen. Liegt da irgendwas dazwischen? Schaut nicht danach aus, oder? Ne, liegt nichts dazwischen. Wenn ich dann dort bin, dann aktiviere ganz einfach das Video wieder, wenn ich am Rand bin von dieser Mission. Also bis gleich. So Leute, ich bin jetzt da schon fast da, darum schalte ich euch wieder ein, damit ihr mir über die Schulter gucken könnt. So, jetzt ist echt die Frage, habe ich überhaupt ein Nachtsichtgerät bei? Ja. Night Vision. Was ist das? Das Esel. Ich glaube, das sieht man schon. Nee, sieht man nicht. Das brennt. Okay.
dann werden wir uns das einmal dem hier annehmen. Bevor ihr in die Minen läuft. Es gibt Kohle, Leute, wenn ich das mitnehme. Ist die Straße vermint? Nee. Wo bin ich jetzt da? Hier eventuell? Die Straße weiter? Doch, da haben wir doch eine Mine. Ne, wir nehmen die mit. Da drüben ist gleich die zweite. Da war doch eine zweite. Ah, hier. War ein bisschen riskant. Da hinten leuchtet auch schon wieder was. Aha. Besser ist hier rumzugehen. So, 5 Stück noch. Da ist natürlich D-Dog ja wesentlich besser. Weil der schnüffelt die Dinger, warum auch immer. Und zeichnet sie auch gleich in der Map ein. Halbzeit! Noch 3. Komme ich da durch? Nee. Nee. Komme ich da hoch? Nee. Die werde ich anders entschärfen müssen. Das ist ja auch abartig. Vor dem Fass, welches explodieren kann. So, dann haben wir hier die Nummer 6. Hier die Nummer 7. Und das Ding da drüben müssen wir halt anders entschärfen. Mit einem gezielten Schuss. So, dann holen wir uns wieder einen Hubschrauber. Ja, nee. Zischen. Wieder zurück. Den Rückweg müsst ihr euch natürlich ebenfalls nicht angucken. Da blende ich euch wieder aus, es passiert überhaupt nichts auf dem Weg, da ist nicht einmal Außenposten. Also bis gleich, wenn der Hubschrauber im Landeanflug ist, dann schalte ich euch wieder hinzu. So, auf den letzten Metern. Und rein in den Heli, gucken wo die Tante bleibt. Hallo. Da ist sie. Ja, dann haben wir jetzt noch eine Nebenoperation zu lösen. Das war irgendwas mit den Elitesoldaten oder Gefangenenrettung. Ach, schauen wir gleich noch. Extraction arrived at Mother Base. Sehr schön. Achso, ja, auf dem Weg zurück zum Hubschrauber bin ich noch über Wermut gestolpert. Den habe ich natürlich eingesackt. So, dann haben wir Nebenoperationen. Da haben wir ihn.
Ne, das ist Afrika. Holen Sie den Elite-Soldaten raus, genau. Und eliminieren Sie die Panzerfahrzeugeinheit 04. Und das ist alles in Afrika. Na gutzi, 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 Panzerfahrzeugeinheit 04, das ist, machen wir dann als nächstes. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!